Ja, guten Morgen, herzlich willkommen zum Gabal Web Talk. Es sind schon 32 Teilnehmer und Teilnehmerinnen anwesend. Das finde ich ganz toll. Erna, möchtest du was zum Einstieg sagen oder soll ich das machen? Ich schalte dich einfach mal eben frei. Du musst jetzt irgendwie auch auf was klicken, damit du sprechen kannst. Ich habe dich zur Moderatorin gemacht, Erna. Das scheint aber jetzt nicht zu klappen. Okay, dann nur eins vorweg. Ich mache es mal wieder rückgängig. Ich sehe bei einigen, da steht, schauen, Moment, wie steht's da? Schaut über Webcast zu. Das heißt, diejenigen sind wahrscheinlich mit dem Tablet oder mit dem Handy dabei. Die können dann zuschauen und zuhören, aber leider nicht aktiv teilnehmen. Das nur zur Information. Erna, ich habe dich irgendwie freigeschaltet, aber das funktioniert wohl nicht. Dann lassen wir's. Kannst ja mal kurz in den Chat schreiben, ob du auch ein Mikro angeschlossen hast oder eine Webcam. Ja, dann begrüße ich jetzt alle nochmal auch im Namen von Gabal. Ich bin da schon sehr lange aktives Mitglied und ja, darf heute zum zweiten Mal diesen Web-Talk halten. Beim ersten Mal gab es auch schon, ich weiß es nicht, über 60 oder 90 Anmeldungen. Da konnten natürlich nicht alle teilnehmen. Und wir hatten ja auch gesagt, nachher kann man die Aufzeichnung anschauen. Das hatte nicht geklappt. Und da hatte ich die spontane Idee, dann wiederholen wir das Ganze doch nochmal. Und das scheint sich ja gelohnt zu haben, weil ja noch so viele Interessenten auch heute wieder da sind. Und wie ich sehe, ja, finde ich ganz schön, treffe ich wirklich auch Uraltbekannte wieder und viele, die ich noch nicht kenne. Ich freue mich über beide sehr. Und da die Zeit ja begrenzt ist, lege ich gleich los. Ich kann nur vom letzten Webtalk sagen, es kann sein, dass es ein paar Minuten länger dauert. Also wenn Sie noch ein bisschen länger Zeit haben, wegen mir können wir es auch gerne eine Stunde machen. Wenn nicht, gehen Sie einfach, wenn Sie gehen müssen und können sich ja den Rest auf jeden Fall dann bei der Aufzeichnung anschauen. Ja, die Agenda sieht jetzt ein bisschen spärlich aus, aber im Gegenteil, ich habe wie immer sehr viel, vielleicht auch zu viel vorbereitet, einfach weil ich so viele tolle Sachen kenne und immer gerne möglichst viel auch vermitteln möchte. Und wir machen gleich erstmal was zum Einstieg. Dann stelle ich eben ganz unterschiedliche kreative, interaktive Webinarmethoden zu den einzelnen Seminarphasen vor. Wir gehen die Seminarphasen chronologisch durch. Und zu jeder lernen Sie eben zwei, drei Methoden kennen. Und es geht ja eben darum, um interaktive, kreative Methoden. Das heißt, mein Anliegen ist schon, dass wir einige wirklich selber, also wo Sie dann aktiv auch mitmachen. Nur wie gesagt, die, die nur übers Tablet anschauen, können dann leider nicht mitmachen. Und einige stelle ich aber auch nur kurz vor. Das macht aber nichts. Da bin ich jetzt gleich bei der nächsten Folie noch, damit ich das nämlich nicht vergesse. Sie bekommen anschließend ein sehr, sehr ausführliches Handout, wo nicht nur die Folien sind, sondern wo auch die Notizen, die ich unter den Folien stehen habe, also das, was ich hier erläutere, steht unter den Folien, das bekommen Sie auch. Und vor allen Dingen bei den konkreten Methoden stehen genau die Methodenbeschreibungen drunter. Das heißt, auch wenn wir jetzt nicht alle Methoden wirklich ausführlich selber machen können, weil die Zeit nicht reicht, können Sie das da sehr ausführlich nachlesen und ich stelle die hier kurz vor. Dann verstehen Sie auf jeden Fall, wie das geht und können die Methoden sofort selber anwenden. Ja, und dann hatten wir schon überlegt im März, dass ich da nochmal ein Webinar mache zu einem ganz konkreten Thema. Heute ist das ja so mehr, ja, zwar kein Rundumschlag, auch konkret, aber eben ganz allgemein zum Thema kreative, interaktive Methoden. Und wir könnten uns dann eins rauspicken, zum Beispiel, wie kann ich eben wirklich Energizer und Spiele in Webinaren einbauen und worauf muss ich achten und natürlich auch Beispiele. Also das nur als Beispiel, können sich noch überlegen und das uns nachher schreiben.
Jo, und mit dem Handout, das heißt auch, Sie müssen jetzt nichts mitschreiben, sondern Sie kriegen das eben nachher alles. Ich werde es heute nicht mehr schaffen, das wird also Montag werden, aber ich denke, das ist ja kein Problem. Und Sie können sich nachher ja auch immer die Aufzeichnung nochmal anschauen, wenn Sie nochmal wissen wollen, wie das irgendwie ging. Gut. Dann stelle ich mich mal kurz vor. Einige kennen mich, andere überhaupt noch nicht. Also ich bin vom Studium her Diplompädagogin, habe dann noch diverse Ausbildungen gemacht, die also mehrere Jahre dauerten. Yoga-Lehrerin, Gestalttherapie, Suggestopädie und irgendwann auch Teletutorin hieß das damals. Und außerdem, ich weiß es nicht, hunderte von Fortbildungen. Ich sage immer, ich bin ein Fortbildungsjunkie. Und seit das auch online möglich ist, ist da wirklich kein Halten mehr. Also ich habe immer mehrere Sachen gleichzeitig gebucht, auch schon gleich zu Anfang dieses Jahres, weil mir es einfach selber irren Spaß macht und online kann ich es halt zeitlich immer irgendwie auch noch einbauen. Ja, ich bin seit 1980 tatsächlich als Trainerin unterwegs. Seit 91 mache ich das Ganze freiberuflich als Coach, Trainerin und Autorin. Ich habe inzwischen, glaube ich, über 20 Bücher veröffentlicht zu Themen, hauptsächlich Train the Trainer ist eben einer der Schwerpunkte. Also vieles zum Thema Seminarmethoden und das andere Thema ist Kreativitätstechniken. Dazu habe ich unter anderem dieses Buch Kreative Geister wecken veröffentlicht. Und eben eins der letzten, diese 150 kreativen Webinarmethoden, wo Sie jetzt hier einige erleben. Hier steht ja auch unter anderem Suggestopädie. Ich weiß nicht, wer was damit anfangen kann. Also ich bin mit Leib und Seele Suggestopädin. Das heißt, wir arbeiten sehr kreativ, ganzheitlich mit allen Sinnen, alle Lerntypen berücksichtigen, viel auch mit Bewegung, Spiel und Action. Und deswegen habe ich mir nie vorstellen können, dass ich mal gerne Online-Seminare mache. Das möchte ich einfach gerne vorwegschicken. Ich bin dann 2006, habe ich als Teilnehmerin mal an einem Online-Seminar zu einem Marketing-Thema teilgenommen. Das fand damals auch nur im Forum statt. Da gab es überhaupt noch kein Webinar. Und war aber direkt so begeistert und habe gemerkt, boah, hier tobt auch die Gruppendynamik. Ich bin mit einigen bis heute befreundet. Das macht mir total Spaß und habe mich in derselben Woche noch da als Trainerin auch beworben. Seit 2010 habe ich dann meine eigene Oase Online Akademie, wo ich hauptsächlich bislang Online-Trainer-Ausbildungen mache. Zweimal im Jahr die große und dann noch so kleinere Webinar-Trainer-Ausbildungen. Und das auch schon vorweg, also seit diesem Jahr, ich habe es Ende letzten Jahres entschieden, mache ich jetzt nur noch Online-Seminare. Also ich bin jetzt seit 40 Jahren Präsenztrainerin gewesen und irgendwie hat mir das nicht mehr so einen Spaß gemacht. Und ich habe vor allen Dingen gemerkt, da habe ich letzte Woche noch einen Blogbeitrag zu geschrieben, dass ich online viel intensiver mit den Teilnehmern arbeiten kann. Zumindest so, wie ich es mache, nämlich immer in der Kombination von Live-Online-Seminaren, das, was wir jetzt machen, und der Arbeit in einem Forum, wo man Zeit hat, in die Tiefe zu gehen, länger an Themen zu arbeiten, eben auch über Wochen. Ich kann auch den Transfer begleiten und, und. Ich stelle den Link einfach nachher in die E-Mail, die Sie mit dem Handout bekommen. Wen es interessiert, kann das ja dann durchlesen. Ja, das Kontrastprogramm zu Online-Seminaren sind Seminare in der Natur und mit Wandern. Ich habe jahrelang in der Türkei Seminare angeboten, immer so eine Woche mit Wandern, immer in der Natur und mit diesen Kreativitätstechniken. Da ging es so um grundsätzlich kreative Berufs- und Beleb- und Lebensplanung. Belebensplanung ist auch gut. Und eine Kurzfassung der Kreativwalk hier in Deutschland, das ist auch eine Mischung von Online und Wandern. Also erst ein Webinar, wo ich die Kreatechniken kurz vorstelle, dann einen Tag Wandern mit Kreativstationen. Und da man beim Wandern aber nicht so viel schreiben kann, anschließend nochmal 5 Tage im Forum, wo wir dann intensiv an dem Thema, an der Fragestellung weiterarbeiten. Das nur auch schon mal, um zu zeigen, was alles für Formen möglich sind. Und ob und wie ich die Seminare in der Türkei nochmal mache, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dann nochmal die nächste Folie. Genau, das wollte ich dann schon noch erwähnen. Ich hatte halt letztes Jahr im April, ich war immer Frühjahr und Herbst in der Türkei für lange Zeit, habe von da aus auch Seminare eben gegeben, hatte ich einen sehr schweren Autounfall, konnte dann jetzt ein halbes Jahr gar nicht arbeiten, vor allen Dingen keine Präsenzseminare. Und das hat wohl auch geholfen, jetzt mich zu entscheiden. Ich mache nur noch online.
Und war aber heilfroh, dass ich eben Online-Seminare mache. Da konnte ich ab September auch wieder arbeiten und eben Online-Seminare geben. Das hat mich dann sehr gerettet. Ich habe immer noch alle möglichen Einschränkungen. Ich sitze zwar Gott sei Dank nicht mehr im Rollstuhl, also ich kann wieder laufen, aber den einen Arm noch nicht bewegen und, und. Das nur kurz zu erwähnen, das hat mir einfach noch zusätzlichen Aspekt gezeigt, wie toll und wie hilfreich Online-Seminare auch ja, bei Einschränkungen sein können. So, dann es geht ja um interaktive Methoden. Sie sehen da oben so eine Hand und vielleicht können Sie da einfach mal draufklicken, um als erstes das zu testen. Dann tauchen hier diese ganzen Symbole auf und klicken Sie einfach mal auf eins drauf. Das können Sie auch zwischendurch nutzen, wenn Sie irgendwie eine Frage haben, das Fragezeichen oder wenn Ihnen was super gefällt, ein Smiley oder ein Däumchen hoch, was auch immer. Ich sehe schon, einige finden es, andere noch nicht. Probieren Sie es einfach mal aus. Genau. Und hier unten mit diesem X machen Sie es wieder weg. Bitte nicht mit dem X, was auf Ihrem, wobei ich habe es jetzt noch nicht freigeschaltet, da ist auch auf der Webcam, auf dem Bild sonst ein X, damit schmeißen Sie sich aber raus. Okay, das, die meisten scheinen es gefunden zu haben. Dann noch eine zweite technische Sache. Unten links neben dem Chat ist, hier sind hier solche Werkzeuge. Wenn Sie da draufklicken, dann können Sie sehen, ob bei EduDip die richtige Kamera ausgewählt wurde. Also ich habe noch eine externe Webcam, eine im Laptop und ob das richtige Mikrofon ausgewählt wurde für diejenigen, die nachher auch aktiv mitmachen möchten. Okay, dann starten wir mit einer Methode oder mehreren zum Kennenlernen. Die erste kennen Sie vielleicht schon, weil ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben und das heißt, es benutzen inzwischen natürlich auch andere Trainer diese Methoden. Und einige haben es auch schon in den Chat geschrieben, aber einfach damit Sie hier ganz unterschiedliche Methoden kennenlernen, mache ich die. Und zwar, ich habe jetzt hier das Schloss geöffnet, finden Sie auch so einen Zeiger. Gehe nochmal hier zurück. Da. Wenn Sie da, also das andere sehen Sie noch nicht, aber diesen Zeiger, wenn Sie da draufklicken, ja, dann können Sie nämlich zeigen, wo Sie gerade sind. Jo, schön, da schwirren die Punkte. Das finde ich immer zauberhaft. So, und noch. Eine Sekunde, weil ich. Ups. Möchte immer von den ganzen Sachen, die wir hier machen, einen Screenshot machen und da brauche ich dann immer ein kurzes Momentchen. So, und ich kann sogar, wen das interessiert, bei EduDip gibt es da nämlich jetzt diese schöne Einstellung. Ich kann jetzt auch sagen, aus den Punkten werden jetzt Namen. So, wo bin ich jetzt? Da ist Köln. So, und dann sieht man das nochmal auch schöner, wer wo rumschwirrt. Und das finde ich schön, dass jetzt beides geht bei EduDip. Früher gab es nur diese Namensfähnchen und die lappen aber immer über den Text. Also wenn ich nur einfach, ne, mit dem Pointer was zeigen will, war das ein bisschen ungünstig. Sehr schön, danke. Und mit den Punkten kann man eben noch ganz andere Methoden machen und es geht nicht so viel vom Text verloren. Das wollte ich in einem gleich mal zeigen. Ganz, ganz wichtig ist, dass Sie diesen Pointer jetzt wieder deaktivieren, sonst schwirren unentwegt diese Punkte rum. Und das geht so, indem Sie wieder auf diesen Zeiger klicken. Solange der blau ist, sind Sie noch aktiviert. Hier schwirren noch einige rum. Und wenn ich böse wäre, könnte ich jetzt wieder die Namen einstellen, dann sehe ich, wer das ist. Der Pointer, also es ist dieser Zeiger, dieser Pfeil, wo Sie eben draufgeklickt haben, um diese Punkte hier zu aktivieren. Also das schwirren immer noch welche rum. Ksch, ksch. Das ist immer die hohe Kunst, die wieder zu deaktivieren. Das ist nicht nur deshalb, weil Sie sonst immer hier rumschwirren, sondern weil Sie sonst die anderen Werkzeuge gleich nicht benutzen können. Also drei sind immer noch da. Ich mache jetzt doch noch mal, dass ich die Namen Julian Kehr und Daniela irgendwas bitte noch deaktivieren. So, da sind immer noch zwei. Okay, aber wir machen jetzt mal weiter.
Das nur als Info. Da kann man ganz schöne Sachen mitmachen, bis hin, dass wir eine Methode entwickelt haben, Ballspielen im Webinar. Und ich hatte auch, glaube ich, in der Ausschreibung geschrieben, ich zeige eben auch Methoden, wie man sie im Präsenzseminar vielleicht schon macht und kennt und wie ich die online übertragen kann. Und hier dieses Landschaftenstellen zeige ich gleich noch eine andere Variante. Das habe ich eben auch im Präsenzseminar gemacht. Da stehen die Leute einfach im Raum und ich sage, da unten ist Süden, da oben ist Norden und verteilt euch mal im Raum, wo kommt ihr her? Das kann ich aber auch noch mit anderen Fragen machen. Dazu gebe ich gleich ein Beispiel. Hier sind immer noch zwei Pointer. Bitte nochmal auf den Zeiger klicken. Bitte wieder deaktivieren. Nochmal auf den blauen. Jo. So, und zwar habe ich noch eine Umfrage vorbereitet. Das ist auch ein Tool, was es in den meisten Webinarräumen gibt. Bei EduDip gibt es aber immerhin zwei Varianten. Und zwar interessiert mich jetzt einfach, wofür Sie Webinare nutzen möchten. Also ich habe zwei Umfragen. Eine, wo Sie nur eine Antwort geben können, einfach damit Sie auch da die unterschiedlichen Varianten mal erleben. Ich starte es jetzt mal. Da frage ich eben, wer als Trainerin arbeitet, Trainer oder wer was anderes macht. Und da hatte ich dann bei B, ich mache was anderes geschrieben, bitte in den Chat schreiben, was. Sehr schön. So, es haben jetzt 28, wir sind 41, ich warte noch ein bisschen, weil bei einer Einmalfrage da einfach eine Antwortmöglichkeit, wo man nur mit einer Antwort antworten kann, da sehe ich das. Ob alle, gut, es haben jetzt nur 28 teilgenommen an der Umfrage, das kann vielleicht auch an diesen Webcast-Dingern liegen. Ich präsentiere mal das Ergebnis. Ne, da sieht man das an diesem Kuchen, 11% machen was anderes und die haben das auch in den Chat geschrieben. Kann man die Sichtbarkeit der Teilnehmerzahl ausblenden? Nee, das wüsste ich jetzt nicht, wie das geht. Warum ist das interessant? Frage. So, ich habe noch eine zweite Umfrage. Die muss ich jetzt erstmal beenden. Und da sind mehrere Antworten möglich. Da geht es darum, wofür Sie selber Webinare nutzen möchten. Weil Sie sind ja aus irgendeinem Grund heute hier. So, da haben sich jetzt 30 beteiligt, 31. Das ist jetzt kein bunter Kuchen. Ich präsentiere mal das Ergebnis, weil alle schreiben, die geantwortet haben, es waren 32, dass sie selber Live-Online-Seminare, Schulungen oder Trainings machen wollen. Ja, das ist natürlich wunderbar. Andreas, vielleicht können wir da am Ende drüber reden. So ganz kapiere ich es jetzt nicht. Vielleicht zur Erklärung, da steht 146, weil dieses jetzt ein Wiederholungswebinar ist. Das heißt, auch die 60 oder 90 vom ersten stehen hier auch noch in der Zahl. Für heute hatten sich irgendwie, ja, offensichtlich 42 angemeldet. Ich hatte gestern nur 35 mitbekommen. Aber falls das die Frage war, okay. Können wir, also sowas können wir gerne am Ende, ich bleibe auch gerne länger, dann auch noch besprechen. So, das war jetzt einfach ein Beispiel für zwei Umfragen. Und damit ich einfach auf schnelle Art ein paar Hintergrundinformationen zu den Teilnehmern bekomme, ist so eine Umfrage. Sagt bei eine, können nur eine Möglichkeit ankreuzen oder mehrere zur Auswahl. Das haben auch nicht alle Anbieter, deswegen erwähne ich das. Jetzt geht's weiter mit einer weiteren Methode und dazu brauchen Sie hier diesen Stift. Über diesem Zeiger, den wir eben hatten, ist so eine Kaffeetasse und wenn Sie da drauf klicken, öffnet sich hier das ganze weitere Werkzeug. Aber solange hier dieser Pointer rumschwirrt, können Sie nicht auf die Kaffeetasse klicken und nicht die Werkzeuge benutzen. Deswegen hatte ich gesagt, bitte diesen Pointer deaktivieren.
Und ja, sonst können sie es nicht nutzen. Da schreibt einer schon auf diese Folie. Okay, also bitte die Pointer deaktivieren, sonst können sie diese ganzen Stifte nicht nutzen. Okay, ich sage jetzt mal, worum es geht. Bitte, wenn Sie auf die Kaffeetasse geklickt haben, den Stift auswählen und ankreuzen, aber eben mit einem Stift und nicht mit diesem runden Punkt, was auf Sie zutrifft. Ich habe nur den Punkt, um Ihnen was zu zeigen. Sie deaktivieren den bitte. Ob Sie selbst schon Online-Seminare in einem Forum geben, ob Sie zukünftig welche geben möchten, ob Sie schon Webinare geben oder was ganz anderes. Und mit dem Datenschutz, ich sehe es gerade mit einem halben Auge, da müsste Erna was zu sagen. Ich glaube schon, dass man das eigentlich vorher schreiben sollte, dass sie alle sichtbar sind. Weiß ich jetzt nicht, will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Ich mache keine Rechtsberatung, ich will da nichts Falsches sagen. Vielleicht kann da jemand was zu schreiben. So, einige geben schon Online-Seminare in einem Forum. Es geben auch schon etliche Webinare. Möchten zukünftig welche geben und was anderes. Okay. Ne, und das ist auch eine Variante von dem Landschaftenstellen, das nur kurz nochmal auf der Metaebene zur Methode. Da in Präsenzseminaren mache ich das eben auch so, da stehen die Leute auf, ich stelle Fragen, manchmal auch nur, wer kennt, was weiß ich, Mindmap, dann die stellen sich links und wer sagt, ich kenne es nicht, rechts oder ich kann auch vier Ecken, so wie hier, und dann stellen die sich in die entsprechenden Ecken und online kann ich das im Grunde mit so einer Folie genauso machen. Und das finde ich ganz praktisch. Da kann man natürlich ganz andere Sachen abfragen zu Vorerfahrungen oder wen interessiert das und das, um gemeinsam die Planung zu machen. Können ja mal kurz überlegen, fällt Ihnen spontan schon irgendwie ein Thema ein aus Ihrem Themenbereich, wo Sie diese Methode einsetzen können? Dann schreiben Sie die doch mal eben in den Chat, die Ideen, die Sie dazu haben. Oder sich selber auf ein Blatt Papier, damit sie es nicht vergessen. Ist immer gut, so Ideen direkt festzuhalten. Und in der Zeit mache ich mal wieder einen Screenshot von den Ergebnissen. Da sieht man dann ja nur die Kreuzchen und keinen Namen. Insofern dürfte das dann in Ordnung sein. Aber es ist gut, das nochmal zu klären mit dem Datenschutz. Das stimmt. Ich mache sonst hauptsächlich eben Webinare innerhalb meiner Trainerausbildungen. Und da bleibt das ja dann auch immer intern und bei öffentlichen, die mache ich eigentlich nur noch selten. Da habe ich mich jetzt nicht drum gekümmert. Gut. Genau, Ideen präsentieren. Lernwebinare. Ah ja, ich lese gerade, ich kann die Sichtbarkeit der Teilnehmer deaktivieren. Ich mache das aber ungern, weil ich dann auch nicht weiß, mit wem ich rede und schreibe. Von daher kann ich dann nur empfehlen, wer jetzt nicht da irgendwie auftauchen will, dann eben gar nichts in den Chat schreiben, fällt mir jetzt so spontan nur ein, und Bescheid sagen und dann muss man das nachher, weiß ich nicht, schwärzen oder wie auch immer. So, nächste Methode, da brauche ich jetzt einige, die das aktiv mitmachen, damit einfach alle mal erleben, wie diese Methode geht. Die mache ich ja mit kleinen Gruppen oder mit großen Gruppen mache ich so wie hier, dass nämlich zwei, drei das mündlich machen und die restlichen können das aber genauso gut schriftlich im Chat machen. Das heißt, ich brauche jetzt, ich nehme mal jetzt, damit wir nicht so viel Zeit brauchen, erstmal nur zwei Freiwillige, die auch ein Headset oder einen Lautsprecher anhaben, die ich freischalten kann, die also auch sprechen können. Und die anderen machen es schriftlich. Es ist ganz einfach. Ich will nur nicht schon alles vorweg verraten, dann ist der Effekt weg. Also, wer meldet sich? Bitte Däumchen hoch oder ja, oder in Chat. Heike,
Wellmann und Stefan. Okay, ich schreibe es einfach nur mal, damit ich alle wissen, Heike und Stefan und ich selbst auch nicht vergesse. So, dann schalte ich erstmal Heike frei. Bei so einer langen Liste muss ich da ein bisschen suchen. Das ist leider nicht alphabetisch. Ich finde es jetzt überhaupt nicht. Können die beiden noch mal das Däumchen hochmachen? Dann finde ich sie einfach schneller. Da ist sie. So. Und die anderen können den. Ah, super. Hallo. Hallo, Samjad, grüß dich. Hallo. Ah, Hallo. ich kann dich auch hören. Super. Wunderbar. Und die anderen können ja im Geiste schon mal mitmachen, beziehungsweise im Chat. Bitte such dir jetzt mal einen Gegenstand spontan aus. Ich nehme das Gehirn. Wunderbar, das, ne? Genau. So, dann ist jetzt der nächste Punkt, das habe ich eben vorher nicht verraten. Einmal, was hat der Gegenstand mit dir zu tun, ne? Oder warum hast du den gewählt? Und dann, das ist jetzt so eine Kreativtechnik, irgendeine und sei sie noch so verrückte Verbindung zum Thema kreative Webinarmethoden herstellen. Also ausgewählt habe ich es deswegen, weil ich gerade eine Vorbereitung bin für einen Workshop, einen Präsenzworkshop allerdings. Und da sollen die, das sind Schülerinnen und Schüler, und die sollen was über Gehirnhygiene lernen. Also wie bereite ich mein Gehirn vor, dass Ja. es gut lernen kann. Super. Und geht es jetzt um das kreative Methoden? Ich möchte mit denen so ein Schaubild machen. Und die Teilnehmer bekommen Zettel und ich erzähle eine Geschichte und dann die Teilnehmer, die dann das Stichwort auf ihrer Karte sehen, gehen nach vorne und dann entsteht sozusagen aus der Gruppe heraus ein Schaubild. Ist das Okay, verstanden das ist worden? jetzt die Methode, ja, aber hier Ja. geht es darum, was hat das Gehirn in dem Fall mit unserem Workshop-Thema hier kreative Webinarmethoden zu tun? Ach Aber so. das ist ja auch Ach so, naheliegend, weil es dass, Gehirn, ja, weil es einfach eben, gehirngerecht ist, weil ja. es die Emotionen weckt, genau. Ja, Also super. einfach, weil kreative Methoden zum Dranbleiben, Motivationen und so weiter, genau. Danke. Ja. Dann Ah, das muss, hatte ich falsch verstanden. Okay, ja, entschuldige. macht nichts. Das Bild ist ja auch halb vor der Folie. Ich schalte dich mal wieder stumm. Und dann war noch Stefan und die anderen, die sich jetzt gemeldet haben. Gerne greife ich auf euch zurück bei einer späteren Methode, weil wir machen ja noch mehr und wie gesagt, damit das nicht zu viel Zeit nimmt, kann ich nicht jetzt so viele immer freischalten. Es geht einfach darum, dass ihr das einmal live erlebt. So, erstmal gucken, ob es mit Stefan Pastuschka klappt. Jo, ich sehe Claro, dich. Ja, hallo. hallo. Welchen Gegenstand wählst du aus? Entschuldigung, ich duze einfach, ist das okay? Alles Ja. wunderbar. Machen wir online so oft, ja. Genau. Nee, also für mich war das relativ easy. Ich nehme den Big Mac, weil ich zum ersten Big Macs liebe und zweitens unser Sehr gut. Seminar auf die Mittagszeit zuläuft. Deswegen hat es damit was zu tun. Ich kann nicht denken, wenn ich Hunger habe. So. Ah, das war jetzt auch schon Teil 2. Ja. Okay, das hat mir mein Kollege geschenkt, weil ich immer merkwürdige Gegenstände für meine Lernlandschaften sammle. Und das ist so ein Quietschding für Hunde. Das nur Nee, als das Info. bringt mich dann nicht weiter. Ja, aber egal, das ist genau richtig. Super, Dankeschön fürs Mitmachen. Ich schalte dich wieder stumm. So, ich denke, das wurde klar. Und wie gesagt, meine Bitte war eigentlich, dass alle anderen das parallel im Chat machen. Vielleicht können wir das jetzt noch kurz machen. Wer mag, einfach Gegenstand schreiben, ne, was weiß ich, Säge und dann diese Assoziation dahinter. Einfach damit wir hier so erleben, wie geht das mündlich und schriftlich, so eine Methode. Kann ich das, ne, schriftlich eben auch mit einer größeren Gruppe machen, weil da schreiben ja alle gleichzeitig. Das heißt, da gehen nicht bei 10 Teilnehmern 10 Minuten verloren, sondern die schreiben eben alle Säge. Weiß nicht warum, ist auch wunderbar. Dann vielleicht noch eine kreative Verbindung zum Thema kreative Webinarmethoden. Sehr schön. Ruf an, verfehlt. Ups, so schnell kann ich gar nicht lesen. Reiten, Glück. Ja. Sehr schön. Ups. Genau, diese uralten. Ach, da habe ich noch so eine alte Kassette, richtig.
Wunderbar, vielen Dank. Und das jetzt vielleicht wieder auf der Metaebene ein Tipp. Also wenn ihr mit ganz, ganz großen Gruppen, also ich mache selten, wie gesagt, noch so öffentliche Webinare, aber da hatte ich auch mal 100 Teilnehmer, da kann man natürlich nicht auch auf alles im Chat eingehen, aber dann einfach ein paar Sachen rauspicken, drauf eingehen und sagen, ich suche jetzt einfach ein paar aus, ich kann nicht auf alle eingehen. Das wird jeder verstehen, aber es ist auch blöd, Leute irgendwas machen zu lassen und gar nicht drauf eingehen. Also irgendein Satz oder irgendein Übergang, sollte man schon einbauen. Taucherbrille, wenn man die anderen nicht live sieht. Ja, es sei denn, ich schalte sie frei und bei den kleinen, ich sag mal, internen Seminaren sind die Teilnehmer natürlich auch freigeschaltet. Das heißt, dann sehe ich die schon auch über die Webcam. So, noch eine dritte Methode zum Einstieg. Da können alle bitte nochmal den Stift nehmen und ankreuzen, welches Bild trifft so am ehesten zu, also rein von der Stimmung her. Bitte nicht den Pointer, sondern wieder den Stift und ein Kreuz. Und dann einfach ankreuzen unter dem Bild möglichst, was so am Wochenende am ehesten ansteht, was Kreatives. Das sieht ja mehr nach Arbeit aus, irgendwie in der Natur oder wandern, lecker essen mit Freunden, irgendwas Sportliches oder eben doch am Laptop hocken. So, und das kann man jetzt noch ergänzend machen. Wer mag, kann das auch tun. Also eben hier ankreuzen und dann entsprechendes in den Chat schreiben. So kann man auch mit großen Gruppen auch so ein kurzes Einstiegsmethode machen. Ich mache es oft. Ich fange ja immer, also bei der Online-Trainer-Ausbildung ist immer ein Modul Montag bis Freitag. Da steht dann hier, wie war dein letztes Wochenende? Also was ich da oben drüber schreibe, ist natürlich auch völlig frei. Ach schön. Christian gibt Yoga-Seminar. Ja, leider kann ich noch nur sehr eingeschränkt, also diese Übung kann ich im Moment nicht machen. Da sitze ich übrigens in meinem Paradies da in der Türkei, weil ich den rechten Arm gar nicht heben kann. Ansonsten ist das eine schöne Übung, die man auch am PC machen kann. Jo, ich denke, auch das reicht als Eindruck. Wie gesagt, ergänzend können die Teilnehmer dann dazu die Erläuterungen im Chat schreiben. Und ich mache mal eben wieder einen Screenshot. So, und dann gehen wir mal kurz auf die Metaebene. So nenne ich das immer, wenn ich so eine Methodenreflexion mache. Was haben wir bisher schon an Teilnehmeraktivitäten erlebt? Das wird einem, wenn man selber Teilnehmer ist, vielleicht gar nicht so bewusst, wie man, wenn man vorher als Trainerin das plant. Einmal habt ihr was mit dem Pointer, also hier mit diesem Laserpointer gezeigt, dann ein Kreuz gemalt bei diesen vier Ecken, dann eine Umfrage und beim Flohmarkt haben einige auch gesprochen und alle, die wollten in den Chat geschrieben und bei dem Wochenende wieder angekreuzt. Das heißt, das sind alles schon unterschiedliche Handlungen, die Teilnehmer machen. Und wenn ich für meine Online-Seminare einen Trainerleitfaden mache, also richtig so eine Liste mit Tabelle, dann habe ich da, das ist für mich wirklich das Wichtigste, immer unterschieden zwischen Methode, da steht dann zum Beispiel Lernlandschaft oder ne, wie auch immer die Methode heißt oder Flohmarkt und eine Spalte Teilnehmeraktivität. Und da steht dann, was Teilnehmer machen sollen bei der Methode. Eben sprechen, Pointer zeigen, Whiteboard, was aufs Whiteboard schreiben. Vor allen Dingen am Anfang ist das wichtig, auch für die Trainer, damit die wissen, ah, ich muss jetzt das und das freischalten, weil das haben die am Anfang noch nicht so automatisch in der Birne. Aber das zeigt einfach, das sind schon mal unterschiedliche Arten von Aktivitäten. Und das ist wichtig und dazu ist hilfreich, so einen Trainerleitfaden vorher zu machen, um zu sehen, ist das abwechslungsreich oder haben die jetzt dreimal hintereinander nur in Chat geschrieben? Da wollte ich eigentlich ganz zum Anfang was zu sagen, dann sage ich es jetzt. Also im Moment wird die Welt ja wirklich überschwemmt von Webinaren. Ich bin ja auch viel in den Social Media unterwegs und da werden also ununterbrochen auch kostenlose Webinare angeboten. Nur das ist was völlig anderes als das, was wir hier gerade machen. danke, Andreas. Nämlich, also die Webinare, die ich da oft erlebe, das sind reine PowerPoint-Vorträge mit, wenn es überhaupt, ne, mit Folien, dann mit solchen Textfolien. Oft sitzt da aber nur einer, genau, ich zeige es mal eben, das kann ich ja hier auch, ne, sitzt hier nur und spricht und erzählt was. Es macht Sinn, manche zeigen dann im Hintergrund irgendwie
wie ich irgendeine Software bediene, dann finde ich das okay. Aber oft sind diese sogenannten Webinare eben reine Informations- oder auch Verkaufsveranstaltungen, wo eben nur jemand redet und die Teilnehmer allerhöchstens mal was am Ende in den Chat schreiben können und dann werden Fragen beantwortet. Und ich bin auch im Berufsverband Online-Bildung. Ich glaube, die haben mal diesen Begriff geprägt, Live-Online-Seminare, zur Unterscheidung. Weil das, was wir hier machen, ist ein Live-Online-Seminar. Das heißt, es ist ein Seminar, wo wir inhaltlich wirklich an Themen arbeiten. In dem konkreten Fall eben an dem Thema, was sind interaktive Webinarmethoden. Einfach um diesen Unterschied nochmal zu zeigen. Und da ist es eben wichtig zu gucken, was für unterschiedliche Aktivitäten habe ich eingebaut. So, das war bisher aber noch wirklich, ich sag mal, harmlos. Es steigert sich noch. Aber das waren schon Sachen, wo ich denke, die euch ermutigen können. Es geht auch sehr einfach. Es ist auch nicht immer zeitaufwendig. Ich kann durchaus Teilnehmer aktiv einbeziehen, auch bei ganz großen Webinaren. Da habe ich noch auch einen Blogbeitrag geschrieben, werde ich auch, muss ich mir gleich mal aufschreiben, mit in die E-Mail schreiben, wie kann ich den Chat kreativ nutzen. Eben wenn ich wirklich 100 oder 1000 Leute habe, dann können die nicht alle sprechen. Aber auch mit dem Chat kann ich eben sehr viel mehr machen, als normalerweise gemacht wird. So, jetzt zeige ich Methoden zur Hinführung und Einführung in ein Thema. Das ist die nächste Seminarphase. Und hier auch gleich noch ein Beispiel zum Thema Visualisierung. Also ich habe ja auch durchaus Textfolien, wobei meistens ist es die Agenda, manchmal ein Foto oder man kann auch mal was Selbstgemaltes. Das ist jetzt hier kein großes Kunstwerk, trotzdem hat es nochmal eine andere Wirkung. Und es geht ja darum, gerade online ist es ja noch schwieriger für Teilnehmer, sich wirklich länger zu konzentrieren. Und wenn ich abwechslungsreiche Visualisierung habe, hilft das auch den Teilnehmern, sich besser zu konzentrieren. Und natürlich vor allen Dingen, die immer wieder aktiv einzubeziehen, dann kommen die gar nicht auf die Idee, zwischendurch die E-Mails zu checken. So, hier also ein Beispiel für eine schlichte, aber andere Visualisierung. Ich finde das schön. Zur Phase Hinführung und Einführung ganz kurz. Ich unterscheide da so ein bisschen, aber das muss man eigentlich wahrscheinlich nicht. Und viele Methoden überlappen sich da auch. Mit Hinführung meine ich mehr so ein Aufwärmen, Vorbereiten und Einstimmen aufs Thema, auch so emotionaler Art. Zum Beispiel, wenn es auch Themen sind, wo ich denke, die Teilnehmer haben da vielleicht Schiss vor, denken, das ist langweilig oder schwierig. Während Einführung schon mehr so eine inhaltliche Einführung ist, wo ich also schon so eine inhaltliche Vorentlastung oder irgendeinen Bezug zum Thema direkt herstelle. Aber wie gesagt, die Übergänge sind fließend. Und ich, die erste Methode zeige ich nur und die zweite machen wir. Das ist das sogenannte Cover von der Vera Birkenbiel, die sicher viele noch kennen. Da schreibt man entweder ein Thema aus dem Seminar oder das Seminarthema in die Mitte. Und auch in Webinaren kann ich das so machen, dass jeder mal ein Blatt Papier in die Hand nimmt und Stift. Das ist ja auch mal eine Abwechslung. Und jeder für sich erstmal so ein Cover macht. Das heißt, in der Mitte steht das Thema, was gerade bearbeitet wird. Ich hatte auch mal eine, das steht dann zum Beispiel Buchführung. Und dazu dann einfach wild assoziieren mit Worten oder auch Bildern, ein bisschen scribbeln. Immer zum Anfangsbuchstaben, also K eben hier, habe ich jetzt kunterbuntes Denken. Eben zum Buchstaben und was aber natürlich auch mit dem Wort zu tun hat. Aber ohne groß nachzudenken, einfach wild drauf los assoziieren. Und ich hatte schon erwähnt, ich arbeite immer so, dass ich sowohl Webinare gebe, als auch dazwischen immer tagelang im Forum, also bei der Online-Trainerausbildung sind das immer 5 Tage, gibt es jeden Tag ein Skript und Übungen. Da kann man dann zum Beispiel mit der Übung weiterarbeiten, dass jeder das Foto nachher hochlädt und man im Forum dann noch damit weiterarbeitet. Was ich am Bildschirm mache, während die Teilnehmer zeichnen, also entweder zeichne ich auch mit und halte das nachher, ne, das können wir auch, das haben wir auch schon gemacht, dass das jeder in die Webcam hält, wenn ich die dann auch groß schalte. Oder ich gucke halt freundlich. Oder lese was oder was auch immer. Also so lang würde ich dann auch nicht machen, aber dass sie mal kurz anfangen. Ich kann auch, das ist auch das Schöne hier, ich habe noch eine zweite bewegliche Webcam. Die kann ich dann, kann ich umschalten und selber auch
zum Beispiel ein Mindmap oder ein Canva oder so malen, dann können die Teilnehmer zugucken. Aber hier soll es ja jeder für sich selber machen. Okay, das wie gesagt nur kurz zum Zeigen. Die genaue Beschreibung steht drunter im Handout. Und so, man könnte es auch mit der Gruppe, wenn es eine kleine Gruppe ist, gemeinsam hier am Whiteboard machen. Dann könnte das zum Beispiel so aussehen, dass jeder sich einen Buchstaben nimmt, das ergänzt und man nachher drüber spricht. Und mit dem nachher drüber sprechen, das erkläre ich bei der nächsten Methode ausführlicher, weil die machen wir selber. Das Gleiche, es ist sehr ähnlich, nur anders im Aufbau. Ich habe einfach nur das Alphabet. Und da sollen die Teilnehmer dann eben zu jedem Buchstaben auch wieder ihre Assoziationen schreiben. Und dazu klickt ihr gleich wieder auf die Kaffeetasse und dann öffnet sich hier diese ganzen Text- und Zeichenwerkzeuge, kennen ja schon den Stift. Diesmal nehmen Sie hier dieses T und dann geht hier so ein Textfeld auf. Dann können Sie da reinschreiben und dann steht das nachher auf der Folie. Das geht aber auch nur, wenn dieser Pointer weg ist. Und dann bitte ich Sie einfach kunterbunt jetzt hier hinzuschreiben. Das funktioniert, mache ich mal eben wieder weg. So, bitte Assoziation zum Thema kreative Webinarmethoden und bitte nicht mit dem Stift schreiben, sondern mit dem Textwerkzeug, was ich gerade gezeigt habe. Mit dem Stift ist es etwas mühselig. Ja, und ich schiebe hier rum. Sie schreiben einfach drauf los und ich sehe ja schon, es geht fröhlich los. Alles, was Sie zum Thema kreative Webinarmethoden. Genau, Mallorca ist insofern schön, weil ich kann auch von da aus Online-Seminar machen. T haben wir ja eigentlich nicht, aber das soll vielleicht unter A. Ich komme ja gar nicht hinterher mit Schieben. Sehr schön. Oft kommt Humor und Hurz soll wahrscheinlich Herz heißen. Man kann sowas auch korrigieren, aber das würde jetzt zu weit führen, Ihnen das jetzt auch noch beizubringen. So, hier sind irgendwelche Doppelten. Ja, die Farbhüte von De Bono. Ja, wunderbar. Da kommt ja schon jede Menge. Und ich sage jetzt einfach mal, obwohl sie gerade so wunderschön... Nee, es gibt keine zweite Spalte des Alphabets. Was meinst du, Susanne? Also ich habe nur von A bis M. Mehr passt nicht drauf. Und es geht ja nur darum, das zu zeigen. Also, ja, das meintest du. So, ich stoppe das Ganze jetzt mal, weil es soll ja nur eine kurze Demonstration sein. Und Sie sehen, das funktioniert auch super, weil da können auch alle gleichzeitig aktiv sein. Es ist ja oft auch eine Frage der Zeit. Und wenn ich so mündliche Runden mache, nimmt das natürlich sehr viel mehr Zeit, als wenn ich was mache, wo Teilnehmer gleichzeitig in Chat oder auf ein Whiteboard schreiben. Und Whiteboard hat den Vorteil, es sehen alle auch noch deutlicher. Ich kann auch Folien vorbereiten. Ne? Ich kann auch Spalten vorbereiten, wo man gleich was zuordnet oder jetzt hin und her schieben. Und mit dieser Methode kann ich ganz unterschiedlich dann weiterarbeiten. Zum einen nochmal alles vorlesen. Ja, die Teilnehmer können auch selber das verschieben. Könnt ihr ja mal, ich habe jetzt aber das Werkzeug zugemacht. Ich mache es nochmal auf. Über den Stift, über dem Text wird ganz oben ist so ein Kreuz. Wenn du da mit der Maus drauf gehst, erscheint modifizieren. Dann ist es schon mal jemand rum, das solltet ihr eben möglichst nicht. Und mit diesem Modifizierungskreuz nochmal auf den Text klicken, dann kann man hin und her schieben und man kann den auch nochmal korrigieren. Jetzt schieben wir gerade am selben. Ne, so, ich mache mal wieder aus, sonst geht hier die Post ab. Also ich kann das hin und her schieben, ich kann dann nochmal auf den Stift nochmal korrigieren, ich kann es im Papierkorb schmeißen. Das heißt, ich kann, wenn wir so am Whiteboard ein Brainstorming gemacht haben, das auch clustern, aber jetzt in dem Fall geht es nicht ums Clustern, sondern da geht es ja um eine Hinführung, Einführung ins Thema. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel gucken, was für Assoziationen haben die Teilnehmer zum Thema Webinare oder ich habe früher auch Seminare zum Thema Motivation gemacht. Da haben wir dann zum Beispiel anschließend geguckt und sortiert. Das war noch offline, also Präsenz. Welche dieser Begriffe, die ihr assoziiert habt, sind
Voraussetzungen für Motivation, welche beinhalten Motivation und was sind Folgen von Motivation? Also zum Beispiel der Begriff Disziplin. Brauche ich Disziplin, um motiviert zu sein? Oder ist Motivation, wenn ich motiviert bin, bin ich auch diszipliniert? Also das heißt, es ist eine Folge. Und schon ist man mitten in der Diskussion und das ist ja Ziel so einer Hinführungsmethode. Oder hier bei der, also zum einen kann ich gucken, sind da irgendwie Sachen, die jemand nicht kennt? Dann können die natürlich auch fragen und sagen, ach, was sind denn die Hüte von De Bono? Oder ich habe das einmal bei einer, ich mache ja viel so Webinar-Trainer-Ausbildung auch in Unternehmen. Da war mal eine Gruppe, die hatten nur fast nur negative Assoziationen. Das war natürlich auch ein super Einstieg, weil da konnte ich dann fragen, sind das negative Erfahrungen, die ihr mit bisherigen anderen Webinaren gemacht habt, oder sind das eure Befürchtungen? Ne? Und dann ist man auch mitten im Thema. Also das ist eine super Methode, nicht sehr aufwendig. Ich muss halt nur diese Folie vorbereiten und das vielleicht ganz kurz nochmal jetzt zur Technik. Da unterscheiden sich eben die Webinarräume auch sehr. Es gibt viele, da ist das völlig getrennt. Da gibt es entweder ein Whiteboard, das ist ein völlig leeres, weißes Dings. Da können dann die Teilnehmer die Textwerkzeuge nutzen oder aber die Folien. Und hier bei EduDip Next kann man auch auf den Folien schreiben. Und für die Art von Seminaren und ne, Online-Seminaren, wie ich sie mache, ist das absolut notwendig. Also wenn ihr irgendwelche Webinar-Plattformen sucht, achtet drauf, dass man da auch auf die Folien schreiben kann. Sonst ist das völlig doof. Da könnt ihr nämlich fast keine der interaktiven Methoden nutzen. Und das ist vielen Anbietern irgendwie nicht bewusst. Okay, das war nur ein kurzer Schwenk. Habe ich jetzt einen Screenshot gemacht? Ich mache lieber nochmal einen. Weil dieses schöne Ergebnis wollen wir doch haben. So. Das kommt auch, also das kommt übrigens auch alles ins Handout, ne? Damit man immer sieht, so sieht die Methode vorher aus und so sieht es, sieht dann das Ergebnis aus, wenn Menschen damit arbeiten. Wir kommen zum Thema Energizer. Das ist jetzt hier natürlich ein Beispiel aus dem Präsenzseminar. Ich weiß es noch wie heute. Es waren 18, wie man mir vorher sagte, linkshirnige Ingenieure, die nichtsdestotrotz auch das Wäscheklammerjagen begeistert mitmachten. Das ist eine der wenigen Dinge, die ich natürlich nicht in einem Webinar machen kann. Aber es ist erstaunlich mehr möglich, als man so denkt. Und dazu eine ganz kleine Übung. Und ich sehe, wir haben schon die Zeit rum. Das kann überhaupt nicht sein. Uff, okay, die machen wir noch. Das geht so. Wir lesen alle gemeinsam, wobei ich euch jetzt nicht höre, laut die oberste Spalte und die unterste, da bewegen wir die Arme. Bei L den linken Arm, bei R den rechten Arm und Z zusammen. Ne? Und ich mache es einfach mal vor wegen der Zeit. A, B, C, D, E. Und wer will, macht jetzt einfach mal kurz mit. Ich höre es ja eh nicht. Nochmal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J und so weiter. Ne, das ist also was, um die Gehirnhälften zu aktivieren, rechts und links zu verbinden, links lesen, rechts bewegen und so weiter. Das ist eine Methode, die kann ich eins zu eins von Präsenzseminaren in Webinare übertragen. So, dann kommen wir, ich drücke jetzt ein bisschen auf die Tube, es tut mir total leid, irgendwie haben wir zu lange an irgendeinem Punkt gesprochen. Es geht jetzt um das Thema Input, das, was die meisten machen, nämlich irgendwelche Inhalte vortragen. Und das ein reiner Vortrag, das ist, wo eigentlich niemand optimal mit lernt, versuche ich immer hier durch dieses Trainermantra zu vermitteln. Das, was ein Trainer eben oder eine Trainerin einem Vortrag von sich gibt, ist in keiner Weise identisch mit dem, was Teilnehmer aufnehmen, verstehen, verarbeiten, behalten, wieder abrufen und anwenden können. Und deshalb ist es eben wichtig, möglichst viele Sinne anzusprechen, mindestens natürlich auch kreativ zu visualisieren oder auch andere Dinge zu machen. Ja, die jetzt gehen müssen, schauen sich einfach nachher den Rest der Aufzeichnung an. Ja, ich schlage vor, ich mache das trotzdem zu Ende, dann kriegt ihr einfach noch ein paar Methoden, auch gerade zur Wiederholung und zum Input.
Ich mache sonst einfach immer längere. Ja, ich kann auch, das wollte ich gleich zeigen. Da kommen wir gleich. Da zeige ich auch ein kurzes Video mit einem Energizer, aber das kann man auch für jede andere Sache. Die kann man vorher hier bei EduDip hochladen. Also nur einen Link eingeben, dann ist das in einer Sekunde hier. Ja, eine Methode, eine Alternative zu PowerPoint, auch in Präsenzseminaren, war für mich immer eine Lernlandschaft und die kann ich aber wunderbar auch online machen. Präsenz sieht das so aus. Ich habe ein Stichwort zu meinem Vortrag auf einer Moderationskarte, also hinten fing es an. Leg das hin und dazu irgendein merkwürdiger Gegenstand, der möglichst auch witzig oder auffällig ist, weil es dann besser ins Gedächtnis geht, und spreche dazu meine Erläuterung. Und online habe ich das zum einen als Video gemacht, das kann ich auch im Forum dann einstellen, wo ich einfach Schritt für Schritt durch die einzelnen Punkte gehe. Und in einem Webinar, ich habe jetzt nur hier zwei Beispiele, habe ich einfach die einzelnen Sequenzen ein Foto gemacht und kann dazu dann meine Erläuterung sagen. Ne? Kreative Seminarmethoden, was bedeutet das? Das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Ganzheitlich meint, ich beziehe Körper, Geist und Seele ein. Das ist jetzt das Ende. Was ist das Ziel davon? Dass ich Inhalte verstehe, da liegt dann die Glühbirne, dass ich Inhalte behalte, Gelerntes anwende, ne, das Schäufelchen und so weiter. Ich denke, das reicht als Beispiel. Das überschlabbern wir jetzt. Das ist nochmal eine schriftliche, ein Sprachspiel als Aktivierung. Das ist aber dann im Handout erklärt. Macht ehrlich gesagt allen immer Laune, man denkt es nicht. Da schreibt jeder einen Satz, wo jedes Wort mit einem Buchstaben, mit dem gleichen Buchstaben beginnen muss. Das ist nochmal ein Beispiel für eine kreative Visualisierung. Also in Präsenzseminaren habe ich immer Randstimuli an der Wand hängen mit irgendwelchen netten Sprüchen. Den fand ich einfach besonders schön von einem Kalender und habe den hier in mein Art Journal geklebt. Und ja, und sowas kann ich auch ruhig mal zwischendurch als Folie. Das ist jetzt Am die Montag. extreme Variante, aber ich bin gerade heftig am mit in verschiedenen Online-Malkursen, unter anderem eben dieses Art-Journal. Und der Spruch ist einfach klasse, weil ich reg mich schon mal auf und wenn ich den sehe, muss ich immer direkt grinsen. Und gut ist es. So. Dann Phase der Erarbeitung. Da zeige ich nur kurz eine Methode. Da kann man zum Beispiel gemeinsam, ich habe es jetzt hier Gruppen-Mindmap gemacht, genannt. Da machen wir es hier in der Gesamtgruppe, dass Teilnehmer eben mit dem Textwerkzeug hier, ich mach mal den Pointer weg, hier irgendwelche Erläuterungen dran schreiben, welche Energizer kennen Sie zur Konzentration, welche zum Spaß und so weiter. EduDip ist auch dabei, Gruppenräume zu entwickeln. Das ist das Einzige, was ich hier noch vermisse. Dann kann man Teilnehmer in verschiedene Gruppen schicken. Und das ist natürlich super. Dann können die auch am Whiteboard was erarbeiten, das nachher im Plenum vorstellen, so wie man das in Präsenzseminaren auch macht. So, und jetzt kommt noch ein Energizer eben mit Video. Das ist das Tolle. Ich habe ja unter anderem Buch geschrieben, Das tanzende Kamel, mit so Seminar Lernspielen, Aktivierungen, ja, mit allen möglichen Arten von Spielen, aber unter anderem auch Bewegungsspiele. Und da habe ich gedacht, na, nur aus dem Buch ist das schwer, so ein Bewegungsspiel zu kapieren und zu lernen für die Trainer. Und der Verlag war dann auch so offen und haben gesagt, okay, machen wir noch eine DVD dazu. Und daher kann ich jetzt hier auch bestimmte Spiele als Video zeigen. Also jeder andere, der die DVD hat, natürlich auch. Es sind auch zwei, drei irgendwie öffentlich bei YouTube. Und dann kann man mit den Teilnehmern zusammen hier so ein Spiel machen. Und manche gehen eben wie das hier, wie Wischiwaschi auf dem Stuhl. Und ich lade sie ein, da mal eben mitzumachen, müssen vielleicht selber das ein bisschen lauter stellen. Und machen sie einfach mal mit. Ich habe jetzt hier nicht so viel Platz. Ich habe hier so einen Vorhang hinter mir, mein Webinar-Hintergrund. Ja. Jetzt kommt wieder ein Rhythmus-Bewegungsspiel. Wir üben es erst trocken, dann mit Musik. Es fängt an mit der rechten Hand am rechten Knie. Eins, zwei, drei, Können vier. gleich Und dann mitmachen. das gleiche links. Jetzt kommt das Wischiwaschi. Eins, zwei, drei, vier. Dann rechts, rechts. Eins, zwei, drei, vier. Dann nochmal eins, zwei, drei, vier. Eins,
bisschen Musik auf. Und das macht nichts, wenn ihr euch vertut. Wir wollen ja nicht heute Abend auftreten. Ja, ich werde nur aufs Video aufgenommen. Ja, machen Sie mal mit, dann sind Sie auch aus dem Mittagskoma gleich raus. So, ich denke, das reicht jetzt als Beispiel. Es geht ja nur darum zu zeigen, was eben alles möglich ist. Und es ist wirklich, ich sag mal, fast alles möglich. Ich mache auch Yoga mit den Teilnehmern am PC, ne, weil wie gesagt, bestimmte Dinge, also wenn ich jetzt nicht den Arm, die Schulter gebrochen hätte, könnte ich den Arm strecken. Kann man bestimmte Bewegungen und Sachen für den Kopf, für Schulter durchaus auch machen, und aufstehen kann ich ja auch in dem Webinar. Das heißt, man muss erstmal auf die Idee kommen und sich natürlich auch trauen. Aber meine Erfahrung ist eben wirklich, dass das wichtig ist zwischendurch hier, genauso wie in einem Präsenzseminar, auch da habe ich immer Energizer zwischendurch gemacht, zum Beispiel nach jeder Kaffeepause, nach der Mittagspause, um alle auch wieder zusammenzubringen. Und in einem Online-Seminar müssen die Leute sich ja noch viel mehr konzentrieren. Die starren immer auf den Monitor. Das heißt, da muss ich zwischendurch auch mal was machen, um die wieder fit und wach zu machen. Und da ist eben eine ganze Menge möglich. Letzte Seminarphase, Wiederholung. Auch hier nochmal ein Beispiel für eine schlichte Visualisierung, die aber einfach mal ein bisschen Abwechslung fürs Hirn bringt. Sehr beliebt ist zum Beispiel, wer wird Millionär? Und da lade ich Sie ein, kurz mitzumachen. Was hilft dem visuellen Lerner? Wir haben natürlich vorher das Thema Lerntypen durchgenommen. A, vormachen, nachmachen. B, den Lernstoff laut sagen. C, das Ziel muss im Klar sein, das Warum. Oder D, Austausch mit anderen. Und dann bitte ich die Teilnehmer, die Antwort in den Chat zu schreiben. Und wenn das jetzt eine Gruppe sein sollte, die wirklich was lernen sollen, dann kann man auch sagen, in den privaten Chat, ne, damit das nur ich sehe. Und ich sehe, es kommen Unterschiede. Ja, und das ist offensichtlich eine gemeine Frage, weil da vertun sich fast immer alle. Und jetzt nur auf der methodischen Ebene. Wenn ich sehe, dass viele nicht, also ich zeige dann erstmal nachher, tata, müsste jetzt ein Tusch kommen, das Richtige. Und gehe dann aber nicht drauf ein, wer was geschrieben hat, sondern erkläre einfach nochmal. Vormachen, Nachmachen ist hauptsächlich was für Kinästheten. Früher mal gelernt, in der Türkei läuft die Ausbildung so, der geht zum Meister, der macht vor und der Lehrling macht nach und somit lernt er es. Also Kinästheten sind ja wirklich die durch praktisches Tun lernen. Lernstoff laut sagen ist für die Auditiven, die müssen vor allen Dingen sprechen, auch die lernen nicht nur durch Hören. Aber der Visuelle, der ist sehr, ja, der geht nicht gern Risiko ein, der will die Kontrolle haben, der will wissen, warum soll ich jetzt zum Beispiel dieses alberne Spiel machen? Was hat das für einen tiefen Nährwert? Ne, so ein bisschen übertrieben. Und Austausch mit anderen ist auch wieder was für die Auditiven, die einfach gerne reden. So, und so kann ich dann, ne, verschiedene Folien vorbereiten. Ich habe jetzt hier nur die eine. Das machen wir jetzt nicht mehr, das erzähle ich nur, weil das immer total gut ankommt. Perlenkette geht im Präsenzseminar so, da sitzt man dann im Stuhlkreis und da geht es um Wiederholung von Reihenfolgen, Arbeitsabläufen oder Schritten, die also auch festgelegt sind. Und der Erste fängt an, sagt den ersten Schritt, dann der Zweite, der Dritte, der Vierte. Im Webinar kann ich das so machen, wenn ich eine interne Gruppe habe, also die eine Ausbildung macht, da habe ich ja die Namen, dann habe ich vorher so einen Kreis vorbereitet. Hier hätte ich das jetzt schnell auf einer Folie geschrieben, ne, gesagt 3, 4 Freiwillige, die hier notiert, damit die wissen, in welcher Reihenfolge. Und während die dann das sagen, merkt man oft, oh, da ist eine Lücke, da hat man nicht genau aufgepasst und, und. Das Gleiche kann ich aber auch schriftlich im Chat machen, das dauert ein bisschen länger, hat aber den Effekt, dass die Teilnehmer ein bisschen mehr nachdenken können, obwohl die ja nie wissen, was schreibt jetzt der Vorherige, da muss ich ja dann dranhängen. Regel ist auch, auch wenn Fehler passieren, erstmal in der ersten Runde nichts zu sagen. Wir können es jetzt nicht mehr machen, aber es ist wirklich für Webinare, das kommt immer total gut. Und die Beschreibung ist, wie gesagt, genau im Handout.
Das Hörspiel lasse ich jetzt auch weg. Das aber ist klar, Webinare sind natürlich super geeignet für ein Hörspiel. Oder ich mache ganz kurzen Ausschnitt. Moment. Wichtig, dass ihr mich nicht seht, weil sonst funktioniert es nicht. Und das ist eine lustige Geschichte, was uns Trainer so antreibt. Ja, wir Trainer hoffen natürlich, dass unseren Teilnehmern hin und wieder ein Licht aufgeht, dass sie Spaß in unseren Seminaren haben. Dass alle begeistert sind. Und so weiter. Ich kürze das jetzt ab. Kurz und gut, zum einen, weil wir nach Anerkennung suchen und dass alle am Ende sagen, das war der letzte Schrei. Ich finde das immer herrlich. Hat und könnt auch gerne mal ein Feedback in den Chat schreiben. Wie gesagt, das war jetzt die Kurzfassung. Wie Sie das so finden. Ne, und das geht hier mit so einer Soundmaschine. Da klickt man dann auf die passenden Knöpfe und das halte ich dann hier dran. Man kann natürlich, ich mache auch manchmal Geräusche raten. Ne, den letzten Schrei finde ich auch herrlich. So, und da kann man einfach nochmal, ne, anders mit Teilnehmern, tschüss Bernd, arbeiten. Und so, wir kommen auch schon zur Auswertung, beziehungsweise erstmal Zusammenfassung. Das haben wir heute alles hier gemacht. Und ihr seht, das ist eine ganze Menge. Einfach, ich denke, es sind genug Beispiele, um zu sehen, ich kann sehr, sehr unterschiedlich interaktiv, kreativ in einem Webinar arbeiten, auch wenn es jetzt zum Schluss im Schnelldurchgang war. Hier noch eine Auswertungsmethode. Da könnt ihr nochmal mit dem Textwerkzeug, also mit dem T, auf die Folien schreiben. Und ganz kurz für die, die wirklich noch 2 Minuten Zeit haben, ich würde schon gern nachher noch ein Wort oder ich mache es vorher und gehe nochmal hier zurück. Genau, ganz einfach. Das hatte ich schon gesagt. Hinweisen für die, die Interesse haben, sowas intensiver zu lernen. Jetzt am 27. Januar startet die nächste Online-Trainer-Ausbildung und das sind, wie gesagt, 3 Module. Und in jedem Modul gibt es 2 Live-Online-Seminare, immer Montag und Freitag. Und ansonsten jeden Tag ein Skript mit Themen, Inhalten, Aufgaben und Übungen. Das nur in Kurzfassung. Wer dazu Interesse hat, so, jetzt könnt ihr hier schreiben, einfach das durchlesen, die Infos. Und gerne bei mir melden. Wenn da noch Fragen sind, können wir auch telefonieren. Aber jetzt freue ich mich noch auf ein Feedback auf der Folie. Und oder im Chat. Und wer mag, kann auch gerne noch was sagen. Den schalte ich dann auch noch mal frei. Ja, und sorry, Viertelstunde länger, aber das war mir schon klar. Das finde ich eine wichtige Erkenntnis. Interaktion funktioniert auch online. Das mehr als erwartet, tue ich jetzt auch mal nach links, nehme ich mal an. Online ist lang. Ah ja, sehr schön. Also das Vorurteil oder die Vorannahme, dass online langweilig ist, lässt zum Teich zurück. Sehr schön. Ach schön, das freut mich, Suhila. Ja. Ja, tut mir leid mit dem Überziehen, aber wie gesagt, ich finde das immer alles so toll. Das will ich dann auch zeigen, was alles geht. Und da habe ich dann immer viel zu viel. Aber das könnt ihr euch ja nachher in Ruhe nochmal anschauen. Und wie gesagt, bei Fragen gerne melden. Ja, danke für die Feedbacks auch im Chat. Ich mache dann auch hiervon einen Screenshot und bleib jetzt noch was im Raum, um nochmal die ganzen Screenshots zu kontrollieren. Ja, ich wünsche Ihnen und euch allen frohe Umsetzung.
einfach auch die Ermutigung, mutig zu sein, Sachen auszuprobieren. Die Teilnehmer sind wirklich höchst dankbar, wenn man es abwechslungsreich macht und die nicht sich zu Tode langweilen und einfach einen Vortrag anhören müssen. Sehr schön. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und natürlich geht in so einer großen, offenen Gruppe nicht so viel. Ne? In einem kleinen Rahmen kann man natürlich noch viel interaktiver miteinander arbeiten. Aber ich denke, da haben wir ja schon Beispiele erlebt. Das ist allen auch klar geworden. Vielen Dank für das Feedback. Ja, nee, das ist ein Vorhang. So ein Videodings habe ich an so einem Stativ. Man kann auch mit so einem Greenscreen irgendwelche Hintergründe basteln. Das habe ich noch nicht gelernt. Das ist einfach die einfachere Variante, weil ich habe den Schreibtisch schräg, sonst sieht man so halb das Buchregal und halb das Fenster und das blendet dann. Deswegen habe ich immer so einen Hintergrund. Genau, einfach und effektvoll. Und ich fand natürlich diesen bunten Garten schön. Es gibt ja auch ganz andere, eine Bücherwand oder ein Holzwand oder was auch immer. Das habe ich mir mal bestellt. Ja, genau, wir haben jetzt Wochenende. Ich wünsche auch allen ein schönes Wochenende und vielleicht später nochmal. Tschö. Wie gesagt, ich bleibe jetzt noch hier drin, um die ganzen Screenshots nochmal zu kontrollieren. Fürs Handout.